Sophia Thiels Rückkehr in die Social-Media-Welt ist das Comeback des Jahres 2021. In ihrer Auszeit hat sie das Buch Comeback Stronger geschrieben. Die einstige Bodybuilderin gesteht darin, dass sie an einer starken Essstörung litt. Welche Folgen diese hat und wofür sie heute steht, erzählt Sophia in ihrem aktuellen Video. Aber zunächst stellt sich die Frage, wie ist Sophia Thiel in das gefährliche Essverhalten gerutscht? Ich wollte mir sozusagen einen Muskelschutzpanzer aufbauen, damit keiner mich mehr irgendwie beurteilt, bewertet und mich kommentiert und wollte irgendwo auch dazugehören, denn jeder Mensch sehnt sich ja irgendwo nach Dazugehörigkeit und auch Anerkennung. Und so bin ich dann ziemlich schnell in den Sport gekommen und habe mich dann auch zum ersten Mal auch ja, mit Ernährung befasst und bin dann immer ziemlich schnell in Extreme wieder verfallen. Also ich glaube, ich habe einen Hang zu Extremen, sagen wir mal, in verschiedenen Bereichen. Dieser Hang ist es wohl, der sie in die Essstörung getrieben hat. Um jeden Preis wollte die Influencerin, die damals Vorbild für Millionen Jugendliche ist, abnehmen. So wiegt sie trotz Muskelmasse in ihrer aktiven Bodybuilder-Zeit lediglich 58 Kilogramm. Diese goldene Marke durfte schließlich und nur aus ihrer eigenen Sicht unter keinen Umständen überschritten werden. Übergriffige und kritische Kommentare ihrer Follower wie »Warum ist dein Gesicht so rund?« und »Wo ist dein Sixpack?« tun ihr Übriges. All das schürte bei der 26-Jährigen die Panik zuzunehmen. Heute sind Sophia solche Fragen komplett egal. Sie hat endlich ihre Angst vor den Extra-Kilos abgelegt. Die Bloggerin musste sogar an Gewicht zulegen, um endlich aus dem Kreislauf der Essstörung zu entkommen. Body Positivity ist Sophia unendlich wichtig. Jetzt gibt sie ihren Fans sogar Tipps, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Weg von Vergleichen mit anderen und hin dazu, sich selbst aufgrund der inneren Werte zu schätzen. Macht es für euer Glücklichsein. Ihr wollt das Leben spüren und das ist eigentlich das Wichtigste. Diese Message ist vorbildlich. Hoffentlich nehmen sich viele junge Menschen an der neuen, viel stärkeren Sophia Thiel ein Beispiel und akzeptieren sich ein kleines bisschen mehr. Denn die Zahl auf der Waage ist nun wirklich irrelevant.